Natürlich habe ich immer die Gedanken des nächsten Gegners und wir haben am Dienstag uns das letzte Spiel mal gemeinsam angeguckt. So war es bisher immer so, dass ich immer ein paar Frequenzen, immer einzelne Spieler gezeigt habe, weil ich das eigentlich immer aus meiner Erfahrung des letzten Arbeitgebers so gemacht habe. In dem Fall sah ich mich gezwungen vom Samstag das mal zu zeigen. Ich denke, um einmal auch mal bildlich mitzuteilen, wie man 70 Minuten im Heimspiel eigentlich nicht spielen darf und wie man dann 20 Minuten eigentlich noch alles korrigieren konnte.